Manche haben in den letzten Monaten gesagt, Corona ist ein Stresstest für die ganze Gesellschaft. Was ist damit gemeint? Offensichtlich werden wir geprüft, ob unsere Gesellschaft gut zusammenhält, ob ein gutes Fundament da ist, ob das Gesundheitswesen funktioniert, ob die Wirtschaft wieder in Gang kommt, ob Schulen und Kindergarten organisiert werden können. Aber es geht wohl auch um mehr. Hat unsere Gesellschaft ein wirkliches Fundament, um Krisen zu bestehen? Darum geht es ja, um mit Krisen fertig zu werden. Und die Weihnachtsbotschaft ist eigentlich eine Botschaft, die uns deutlich machen will, es gibt eine Wirklichkeit, es gibt eine Kraftquelle, die stärker ist als wir selbst. Wenn wir nur auf uns selber schauen, können wir vielleicht manches organisieren, aber eine Hoffnung, die noch stärker ist, die uns auch den Impuls gibt, immer wieder von Neuem anzufangen, auch wenn es schwer ist, die können wir nicht aus uns selber schöpfen. Und Weihnachten sagt uns, Gott ist Mensch geworden, er ist einer von uns geworden, er ist nicht jenseits der Wolken, jenseits der Sterne, er ist da zu Hause, wo die Menschen sind. Er verschanzt sich nicht hinter Kirchenmauern und in Tempeln. Er will da sein, wo Menschen sind, wo Menschen leiden, wo Freude aufkommt, wo Gemeinschaft ist, wo der Blick auf die Schwachen da ist. Das ist Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth. Und das ist eine große Hoffnung. Manche fragen sich, hat das Christentum eine Zukunft in unserem Land? Und dann wage ich doch auch zu fragen, hat denn unsere Gesellschaft, hat unser Gemeinwesen eine Zukunft und welche Zukunft ohne diese Überzeugung, ohne das Christentum? Auch wenn nicht alle Menschen Christen sind, wie wichtig ist diese Stimme der Hoffnung? Wie wichtig ist diese Stimme, die deutlich macht, es gibt eine Kraft, es gibt eine Ressource, wie wir heute sagen, die stärker ist als das, was wir machen können. Und wir haben das in die Gesellschaft hineinzutragen. Wir haben unser Zeugnis hineinzugeben als Christen, gerade heute, gerade in solchen Krisenzeiten, gerade in Zeiten des Umbruchs und des Aufbruchs, dass unsere Hoffnung groß ist. Und unsere Hoffnung hat diesen Namen, Jesus Christus, der der Sohn Gottes ist und der Bruder aller Menschen. So wünsche ich von ganzem Herzen Ihnen allen und allen an Ihrer Seite ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest.